Ich bin schon im Spiel und versuche durchzublicken, was hier passiert. Was? War ich dann hier? Gerade mein... What the fuck? Ist gerade mein Licht ausgegangen? Und wie kann ich dieses Drecksauto ausmachen? Nervt! Mein Licht ist gerade wieder angegangen. What the fuck? Conda. Bei Twitch bin ich nicht mehr live. Was ist da los? So. Jetzt aber. Hä? Strange. Ich raff das Spiel noch nicht ganz. Und ich habe scheinbar mega Frame-Einbrüche. Kommt das bei euch gut an, das Spiel? Oder liegt das nur jetzt hier an meinem Internet? Also mein Charakter ist ja besonders kalt hier in der Ecke. Strange. Jetzt halt doch mal den Schnauzer, ey. Und das ist der Trainingsgeist, den ich nicht kapiere. Gib uns ein Zeichen. Ja? Oh, da schon liegt das Buch auf dem Boden. War es am Lichtschalter? Ich will doch jetzt eigentlich hier Fingerabdrücke finden, oder? Ey, ich raff das Spiel nicht. Hallo, Lia. Nicht alle Geister hinterlassen Finger drüber. Ja, habe ich auch gemerkt. Was interagiert mit Sachen? Die Geisterbox macht Zeug. Auch wenn ich nicht ganz kapiere, wie die funktioniert. Ich kann das Drecksauto nicht abschalten. Das wollte ich gar nicht. Ich muss vom Auto einfach weg. Was heißt weg? Und hier oben liegt noch irgendwo meine Kamera, ne? Die ich versehentlich halt da abgestellt hatte. Und dann lief die nicht mehr.
Was gerade eben sehr strange war, ist, dass einfach das Licht hier in Wirklichkeit in meinem Zimmer ausgegangen ist. Und dann kurz wieder ankam. So, da. Quatsch, das ist falsch rum. So rum will ich die ja haben. So müsste ich ja eigentlich, wenn sie an ist, was sehen, wenn was ist. Aber so wie ich den bisher einschätze, ist das halt ein Gespenst. Wobei, er hat mit dem Geisterbuch interagiert. Dann sind's. Das ist auch der Gefrierpunkt. Boah. So. Gehen wir ganz zum Anfang. Geisterbox. Ist vermutlich ein. Was? Wieso kann ich denn nur Dämon auswählen? Wieso kann ich nur Dämon auswählen? Geisterbuch, Gefriertemperatur. Ach so, weil ich die Sachen ausgewählt habe. Da, so. Beim Buch schreibt er ins Buch, ja. Okay. Den Kellerschlüssel habe ich gefunden hier drin. Dann gehe ich mal in den Keller. Ich finde es übrigens toll, dass das Auto hier genauso laut ist wie in der Garage. Ist das der Keller? Das ist der Keller. Ich gehe mir lieber die richtige Taschenlampe holen. Das ist irgendeinem Grund, kann ich auch nicht sprinten. Und jetzt ist das Schöne, ich bin zwar direkt hinter der Wand, aber weil es regnet, ist er leise. Man hört es noch, aber ist leise. So. Ich finde die Steuerung sehr unbequem von dem Spiel, bin ich ehrlich. Prozent. Okay. Ja, ich will jetzt in den Keller gehen. Gehen wir in den Keller. Sprinten ist ganz langsam. Der ganze Charakter ist langsam. Wenn ich viel Licht anmache, fliegt die Sicherung raus. Ja gut, ich habe nicht viel Licht an. Ich habe, glaube ich, in der Küche und in der Garage Licht an. So. Das ist schon der ganze Keller. Aber irgendwie fliegen Falle hier und nicht oben, weil hier unten ist ja kein Fenster, oder? Doch, da ist ein Fenster, das ist zu. Ich habe da hier bestimmt auch irgendwo einen Lichtschalter. Na, Quatsch, das Licht ist an. Aber hier hängt einfach keine Lampe. Wer hat dieses Haus designt? Das ist ja furchtbar. Sonst hätte wahrscheinlich doch nicht der Kellerschlüssel darum gelegen. Ich muss doch aus irgendeinem Grund hier runter, oder nicht? Oder bin ich einfach zu dumm für das Spiel? Jetzt habe ich einen Hammer. Der soll wahrscheinlich zurück an die Werkzeugbank. Die Maps werden wiederverwendet. Oh. Oh. Ich meine, ich gute sehr an, dass es wahrscheinlich im Multiplayer ganz lustig ist. Aber ist das so? Meh. Macht der noch das Licht aus, während ich hier reingehe? Ey, du Sau.
Ja, was? Hey. Komm, red mit mir. Was? Was soll ich fangen? Welchen Namen? Ich habe keinen Namen. Gespenst, hörst du mich? Geist, bist du da? Dem Whiteboard im Auto. Ich sehe schon, ich bin nicht der Experte, der ich gern wäre. Dieser Autoalarm. Da sind auch meine Ziele, okay. Ich würde sagen, ich wirklich bin ich. Die ja schon auf dem Monitor, habe ich ja gemacht. Geistesgewaltfrei, da steht überhaupt kein Name. Das ist das Tutorial, ja. Da, Whiteboard, da. Und gerade stirbt meine Leitung wieder. Ich liebe es. Gut, aber wir kriegen ja in der Woche einen neuen Router. Dann sollte sich das auch irgendwann erledigen. Hat es gerade da drin geblitzt, obwohl der Raum komplett zu ist? Hast du die hier schon von? Ja, ich habe sie mir auch angeguckt. Da war gerade etwas mehr Aktivität und ich habe es einfach verpasst. Oh ja, jetzt habe ich sogar gemerkt, dass sie etwas schneller ist. Oh, ich sehe, wie mein Stream im Hintergrund stirbt. Danke für nichts, so wäre es. Steuerung. Personal. Was habe ich gemacht? Keine Fingerabdrücke gefunden. Mit dem EMF-Sensor ist auch nichts passiert, was ich hier da drin hatte. Was soll ja ein Geist sein angeblich? Also müsst ihr eigentlich Fingerabdrücke finden. Nee, ich lasse dich nicht lesen. Moin Geist, was geht? Geist, hallo? Zeig dich! Du Sau. Das Auto sollte irgendwo einen Schlüssel haben. Hier lag ein Schlüssel, aber da wäre für den Keller. Ich finde auch toll, dass die Beleuchtung so toll ist, dass ich hier in den Ecken halt immer noch nichts sehe. Mir tut die Familie leid, die hier lebt. Ich finde es übrigens toll, dass der Schatten nur die Hand mit der Taschenlampe ist.
Mr. Geist. Wer bist du? Nichts erkannt. Was machst du hier? Geist, bist du da? Geist, bist du da? Ich nehme die Box jetzt mal mit, vielleicht redet der Funk woanders mit mir. Am Schlüsselbrett hängt nichts. Warum ist da ein Schlüsselbrett, wenn sie das Ding doch daneben schmeißen? Naja. Dankeschön. Oh. Hallo, Senior. Das Auto jetzt ausgemacht, weil du mich genervt hast. Du Saftsack, was geht? Nichts, weg. Wenn ich das richtig sehe, ist ja auch eher weiter hier vorne, ne? Wo mein Atem kalt wird, ist halt eher... Hier so. Ich finde es toll, dass das Ding kein Geräusch mehr macht. Geist, zeig dich! Wenn es mich hört, wird es leise. Geist, bist du hier? Was sagst du? Was? Ich verstehe kein Wort. Was sagst du? Womit will er mich denn angreifen? Womit willst du mich angreifen? Geduld? Es? Ja, ich bin ein Erwachsener, also so halb. Aber, hi. Ja, richtig, hast du gut erkannt. Ich würde gern mit dir reden. Was? Also seine Gesprächsskills lassen auf jeden Fall auf ein Kind hindeuten. Hallo du! Sprich mit mir! Catch. Was denn? Wirft er jetzt was? Ja, ich fange, wenn du was wirfst. Fingerabdruck am Fenster. Hat das hier überhaupt ein Fenster? Die Garage hat kein Fenster. Die Garage hat, glaube ich, gar kein Fenster. Ja, bin hier. Was darf ich tun?
What the fuck war das? Kann er doch nicht machen, wenn ich gerade da was aufschreibe. Du Sau! Willst kämpfen, dann komm her. Ja, ja! Komm her! Und was jetzt? Muss wahrscheinlich herausfinden, wer der Geist ist, ne? Was? Nö. Das lassen wir mal sein, ja? Ach, nichts drauf. Das Buch schon wieder runtergeschmissen. Jetzt wird er aber aggressiv hier. Ja, gut, Film ist halt jetzt leer. Na? Kann ich den Film irgendwie davon dann wieder rückgängig machen? Kann ich die löschen, die Fotos? Weil ich... Oh, hallo? Nee. Beim nächsten, ja... Ich finde irgendwie den Anreiz zum Spiel nicht. Ja, Atmosphäre ist da, aber ansonsten... Da bin ich ehrlich, wenn ich dann eine Gruppe hätte für das Spiel, dann vielleicht, aber so. Ach ja, Türen gehen ja nur in eine Richtung. Hey! Schnauze! Ja, deine Mutter. So. Push-to-talk-Taschenlampe, ja. Warte, ich kann die zusätzlich anmachen, auch wenn ich sie nicht dabei habe. Warte mal. Wenn ich die jetzt ablege. Ne, dann kann ich die auch nicht benutzen. Ich gehe nochmal raus. Irgendwie nicht mein Spiel. Ehrlich. Vielleicht einfach, weil ich zu dumm bin. Die zwei kombinieren nicht. Hä, was? Welche zwei? Das ist ein Geisterorb. Ich habe ihn fliegen sehen oder es war einfach nur ein Insekt. Oh, hier kann ich noch die Umsicht davon, die Ansicht davon umschalten. Ja. Geisterkugel. Kann es nur ein Mal sein? Wenn es das nämlich gerade war, aber ich habe nirgendwo Fingerabdrücke gefunden. Ich habe das Licht angelassen in der Garage. Hinten beim LKW. Bin ich doch. Anderes hinten, was? Hier meinst du?
genau, Geisterstunde. Bei der Tür, ja, bin ich doch. Bin ich jetzt? Das Licht fürs, was meinst du aus? Ich kann das Licht hier drin aber gar nicht ausmachen. Ich raff's nicht. Ist echt nicht mein Spiel, glaube ich. Oh, meine schicksten Fotos, ja. Warte, habe ich einen Basketball hier, den ich da durchwerfen kann? Ja, da ist er. Ich sprinte ihm hinterher. Wow. Die Mission zu jeder Zeit aufhören. Ich habe nicht ganz gesehen, was ich jetzt machen soll. Es ist halt. Es ist wahrscheinlich in der Gruppe einfach lustiger. Und wenn es nicht der Trainingsgeist ist. Ich krieg Geld abhängig von den Zielen, die ich erreiche. Ich habe gerade dafür 2 Punkte bekommen für den Wurf, auch gut. Ja, komm, ich probiere mal eine richtige Mission. Geist war ein Mar. Wow, ich bin gut. Das habe ich kapiert, was ich dafür machen muss. Spielen Sie mit einem anderen Jäger. Hm, finden Sie den Geistertyp heraus und seine Antwort auf einem Readerboard. Looks like there are others out there in need of help. Wartespiel. Was ist das denn? Was sind das für Typen? Wow. Der Kopf ist viel zu klein. Roadhouse, Grafton Farmhouse, Tanglewood Street, so. Ich hab noch kein Geld, komm her. Dann machen wir es halt alleine. So. Dreckiges Wasser in einem Waschbecken, reinigen Sie den Bereich in der Nähe und Räucherstäbchen. Habe ich die überhaupt dabei? Besitze ich Räucherstäbchen? Das ist der Haustürschlüssel. Und die Zeituntersuchung sieht aus, als wäre der Name des Geistes Margaret Harris. Dieser Geist scheint nur auf Personen, die alleine sind, zu antworten. Einige Missionen werden nur abgeschlossen, wenn sie wegfahren. So, ich soll ein Foto vom Geist machen und ein Foto von dreckigem Wasser in einem Waschbecken. Ich nehme die Geisterbox mit, weil ich ja mit ihr reden soll. Kann ich jetzt eigentlich mehr als 3 Sachen? Nein. Natürlich nicht, wäre auch zu leicht. Oh. Ja. So. Sie kann mich immer hören. Aber gut, sie wird ja erst nach 5 Minuten aktiv.
mal schauen. Sagst du mir mal eben, wie die Übertragungsrate ist, weil auf meinem Bildschirm stockt das unglaublich hart. Recht flüssig, das ist gut. Ich nehme ja noch das UV-Licht mit, dann kann ich wenigstens etwas sehen. So, und jetzt startet die Zeit. Ne, wahrscheinlich erst, sobald ich ins Haus gehe, ne? Hi. Auf die Kamera habe ich irgendwie schon Zugriff, obwohl ich gerade angekommen bin. Hallo? Weil jetzt ist ja nicht unbedingt in der Garage. Das ist auf jeden Fall nicht gut. Hallo? Hallo? Stimmt, das EMF-Gerät, doch, das EMF-Gerät ist im Wagen. Leg das Ding mal hier hin. Und sprinte zurück. High Speed. Ja, ich nehme jetzt die Taschenlampe mit. Ohne die ist irgendwie schlicht. Ich find's gut, dass die dass das UV-Licht durch die Wand scheint. Kamera habe ich. Oh. Hi. Hi, hi, hi. Was geht? Also ich habe sie gerade hier gehört. Hallo, wie geht es dir? Nee, Voice Recognition ist auf Deutsch. Habe ich eingestellt. Hallo. Ich weil hier noch Licht an ist. Hallo. Nee. Vor allem, jetzt kann der Geist mir auch was tun. Das ist nicht mehr der Trainingsgeist. Also. Der EMF-Reader hat nicht reagiert. Heißt, ich kann an sich alle Geister ausschließen, die in die Richtung gehen. So. Ich nehme die Kamera mal mit. Ich bin wieder da. Hallo. Ich gehe noch mal zurück. Ja, aber gut, ich habe ja ich habe den Geist ja gehört, während ich da war. Ich sehe aber keinen Geisterorb da rumfliegen. Ich kann mir schon mal eintragen. Geisterbox, darauf auf jeden Fall reagiert. Damit konnte ich schon ein paar Geister ausschließen. Ein paar.
Ich nehme noch mal die das UV-Licht mit. Such Badezimmer. Ja, ich weiß, wo das Badezimmer ist. Nehme ich mir die aber wieder mit. Ja gut, in der Küche ist ja auch Wasser, ne? Schicker Swimmingpool. Hier ist ja auch ein Waschbecken. Das Wasser scheint aber sauber zu sein. Hallo? Das hier war das Badezimmer. Auch nicht schmutzig, oder? Nee. Scheint mir auch relativ klar zu sein. Braucht man ja gut, dann lasse ich es einfach an. War gerade so, als hätte ich noch ein zweites paar Schritte gehört. Okay, jetzt überlaufen lassen. Hallo. Bist du da? Hallo. Hallo, bist du hier? Hallo. Ich will den Namen aber noch nicht sagen, weil da steht, die wird wütend und macht Sachen. Das war auch mehr Aktivität. Wie kriege ich Räucherstäbchen? Weißt du das zufällig? Geht die Aktivität gerade komplett runter. Juhu. Hi. Level muss, na gut, da kriege ich die halt nicht. Hallo? Margaret Harris. Nichts. Das Geräusch ist komisch, also was die Wasserhähne machen.
Das Geisterbuch habe ich noch gar nicht mitgenommen, ne? Du kannst ja auch noch was reinschreiben. Beim voll, was ich ausmache. Das andere war eben auch noch voll. Ich warte einfach, bis es dreckig wird. So, Geisterbuch. Hi. Legen wir das Obala. Legen wir das doch mal hin. Hallo? Jemand zu Hause? Ich habe was mitgebracht. Guck mal. Kannst mir deine besten Kochrezepte reinschreiben. Na, Blitz und Donner bist ja nicht du. Das wollte ich nicht. Ich will es mitnehmen. Hallo? Hallo? Jemand da? Oh, hi. Hier bist du. Was darf ich für dich tun? Oh, du hast Bilder von der Wand geschmissen. Das ist nicht nett. Da hinten hatte ich ja eben Effekte gesehen. Ich nehme den MF-Reader nochmal mit. Vielleicht finde ich damit noch was. Was ist ein Beweis? Achso, ja, dass sie mit Sachen interagiert. Ja, klar. Hallo? Jemand zu Hause? Was? Child, hast du gesagt. Oh, der EMF wieder, nein! Böse! Denk dran, es einzutragen. Ja, mache ich jetzt. Aber dafür gehe ich nach draußen, da ist sicherer. Weil irgendwie kommt ja nicht aus dem Haus raus. So. Geisterbox, EMF, Geisterbuch... Unterbord röchern, das ist einfach unter. Wenn sie röchern in der Nähe des Geistes. Ne? Geisterbox, Fingerabdrücke, Geisterkugel, Geisterbuch, Gefriertemperaturen. Nee, ist kein Beweis, tatsächlich. So, der EMF-Reader schlägt nicht aus, obwohl sie ja gerade mit mir gesprochen hat. Heißt, der EMF-Reader, den kann ich ausschließen. Ich schau mal gerade, welche Geister ich damit ausschließen kann. Oni, EMF ist raus. Friertemperaturen hatte ich auch keine. Geisterorb kann einfach sein, dass ich es verpasst habe. Aber da ist keine Geisterbox dabei, also die kann ich auch ausschließen. EMF war nicht da, EMF war nicht da. EMF war nicht da. Die Friertemperaturen habe ich nicht bemerkt. War nicht da. Nach Fingerabdrücken muss ich mal gucken. Geisterorb muss ich auch vielleicht einfach verpasst. Ich an sich nicht. EMF war nicht da. Ich muss mal nach Fingerabdrücken jetzt ausschalten. Das ist das Einzige, was mir gerade sinnig einfällt. Und dann lege ich das Geisterbuch mal ins Wohnzimmer rüber, weil da scheint sie irgendwie aktiver zu sein. Was habe ich noch dabei? Nur die zwei, gut. Ja, gut, doch, jetzt komme ich langsam rein, worum es hier im Spiel geht. Weil irgendwie war das Training halt sehr komisch gestaltet. Hi! Bist du noch hier?
Bist du noch hier? Ja, bist du. Ich bring dir mal was. Hatte ich nicht vor, jedenfalls nicht heute Nacht. Da. Darfst mir gerne ein Gedicht schreiben oder so. Nein. So, die lege ich auch mal darüber. Warum liegt da eigentlich eine Tasse? Hast du die da hingeworfen? Bin ich nur zu blind für die Fingerabdrücke? Ist gerade Zeug nach mir geworfen? Das ist nicht nett. Du meinst, ich soll hier das Licht ausmachen? Ja, mache ich jetzt sofort. Ich gehe nochmal eben nach draußen, gucke, ob ich einen Geisterorb oder so sehe. Weil... Tja, ist irgendwie komisch. Das ist halt auch gerade, doch, gerade ist Aktivität eigentlich. Strange. Sekunde. Okay. Ja. So, das sind halt mehrere Schritte, das auszumachen. Was? Wenn es aktive Jagd macht, mach dein Licht aus, sei leise und verlass entweder das Zimmer oder versteck dich. Was? Die Aktivität geht gerade wieder hoch. Also Geisterob kann ich fast ausschließen, weil ich sehe halt einfach nichts. Ich habe bisher halt wirklich nur die Geisterbox. Stärken. Senkt ihren Verstand stark, wenn sie das Phantom anschauen. Nie den Boden, wo ich ja keine Finger, Fußabdrücke hinterlassen kann. Eine Banshee wird jeweils nur eine Person jagen. Das klingt bekannt. Aber das ist keine Geisterbox. Das ist also nicht richtig. Kann viele Objekte auf einmal werfen. Mir wurden Objekte hinterhergeworfen. Hä, sonst tötet es mich wie... Was? Okay. Dann sterbe ich halt. Wenn sie sich im Dunkeln aufhalten. Ne, das hatte ich eben. Shade, aber ich hatte halt wirklich kein EMF-Level. Ich verliere Items und ich sterbe. Ja, was soll ich denn noch groß verlieren? Ich habe das Spiel gerade angefangen. Was stelle will er sein Opfer? Ja, Revenant ist ja doch ein Wiedergänger. Komische Lange. Onis. Naja. Also es ist kein Uni.
Das ist auch kein Shade, weil ich halt, wie gesagt, immer noch kein EMF-Level hatte. Geisterbuch wurde ja auch nichts geschrieben. Das Geisterbuch kann ich an sich auch ausschließen. Ich nehme jetzt einfach mal die Kamera mit. Versuche einfach mal, während ich ein Laut habe, ein Foto zu machen. Und ich gucke nochmal in die zwei Waschbecken. Das ist aber interessant. Wenn ich nicht die Kamera aktiv habe, dann leuchtet die auch nicht. Was? Ich sehe keine Fingerabdrücke. Liegt das an mir oder was ist hier los? Oh, du hast ins Geisterbuch gemalt. Hi, das ist ja schick. Dankeschön. So. Fingerabdrücke hatte ich trotzdem noch keine. Dann kann es sein, dass es auch einfach keine gibt. In die zwei Waschbecken. Das ist immer noch recht sauber. Ich steck fest. Zeichenskills sind aber super. Also, das sind den paar Minuten, die ich hier allein gelassen habe, gut aus. Welche Tür war das? Die hier. Warum immer das nach einer Klinke klingt. Wenn die Kamera sieht, siehst du es auch. Okay, ich gehe ja schon. Kein Geisterorb. Weil sie war ja gerade genau hier aktiv. Was bleibt mir noch übrig? Gefriertemperaturen hatte ich nicht. Ist der Buch Geisterkugel? Ich habe keine gesehen. Fingerabdruck habe ich nicht gefunden. Was bleibt denn übrig? Ich muss gleich mit dem EMF-Laser nochmal rein. Geisterorb, Geisterbuch und Geisterbox. Aber kein EMF hatte ich bisher. Bin ich zu blöd für das Spiel? Also ja, aber ich raff's nicht. Geisterbox, Geisterbuch gibt's gar nicht so viele, ne? Es ist entweder ein Spirit. Was auch mit den Räucherstäbchen zusammenhängt. Es können halt nur wenige Geister schreiben. Der hat keine Interaktion mit der Geisterbox. Und bei dem hätte ich ein EMF. Und ich hatte aber auch keine.
Also ist es wahrscheinlich ein Spirit. Aber ich habe die Fingerabdrücke nicht gefunden. Ohne Demon Hurray. Ich habe eigentlich nur noch. Es gibt nur noch drei Möglichkeiten. Das sind der Oni, der Dämon und der Spirit. Da der EMF aber partout nicht ausgeschlagen ist, streiche ich den eigentlich, weil ist halt nicht ausgeschlagen. Geister, Orb und Gefriertemperatur. Ich kann ja nochmal genau drüber gucken, aber ich sehe halt einfach nichts. Ich habe wahrscheinlich einfach Fingerabdrücke oder sowas übersehen. Wäre so meine Vermutung. Da sieht man absolut nichts. Gefriertemperatur. Ich habe nicht bemerkt, dass irgendwo was in meinem Atem sich verändert hätte. Shade ist wieder EMF, das fällt raus. Ich will noch ein Bild vom Geist. Ja, an sich will ich das ja für die Mission. Ansonsten kann ich raten und zurück. Ich will an sich. Also, Räucherstäbchen habe ich keine, aber fotografieren vom dreckigen Wasser würde ich gern versuchen. Geisteszustand ist noch da. Wie ein Bild will, muss ich den Angriff provozieren. Gerade geht die Aktivität aber auch wieder runter. Dann. Wenn wir das Fräulein mal nochmal besuchen. Hallo, bist du hier? Hallo. Bist du hier? Warum flackert meine Taschenlampe? Margaret Harris, bist du hier? Ich gehe einfach. Macht keinen Spaß. Da ist immer noch nichts mit dem Wasser. Ich gucke mir noch einmal das andere Waschbecken an, dann gehe ich. Und jetzt. Ja, schön, dass du Türen aufmachen kannst. Zählt das als dreckiges Wasser? Komm her. Nein, mach ich nicht. Oh, die hat mir die Haustür zugemacht. Das ist sauber, ja. Viel Spüle drin vielleicht. Margaret Harris, komm schon. Margaret Harris, Margaret Harris, Margaret Harris. Muss ich dafür noch auf den Spiegel gehen? Ich weiß es nicht.
Wo bist du? Wow! Oh fuck. Alles klar, von einem auf den anderen Moment. I can see the light. Ich habe ein Foto gemacht. Das Foto hat echt gezählt, was? Das hier war das. Oh Gott. Ach geil. Jawohl. Komm her. Erstmal ein paar Beruhigungskörbe werfen hier. Schön, dass es gezählt hat gerade. Ja, 10 Erfahrungspunkte. Geistertyp herausfinden. Ja, hat nicht ganz funktioniert. Mir wurde aber auch nicht angezeigt, was das jetzt für ein Geist war, ne? Unter welchem Regal soll der landen? Ist der überhaupt jetzt? Ja. Gut, dass es hier nicht spukt. Hast du nie gesehen, dass alle in einem Team gestorben sind? Ja. Das ist das Problem, wenn man alleine spielt. Ich muss mir demnächst mal Leute dazu holen. Was für Ausrüstung habe ich noch? Ich dürfte eigentlich nichts verloren haben, oder? Kerze, Videokamera, Geisterbox, Salz, Räucherstäbchen. Wo kann ich meine Ausrüstung denn einsehen außerhalb? Kann ich die außerhalb einsehen, ist so die Frage. Ja, ich weiß, dass das der Laden ist. Das Foto war aber toll. Komm, komm, spielen. Ich guck mal gerade. Ach so, da steht aber, guck mal, ich habe ja von den Sachen mehr. Das ist alles, was ich noch habe. Ich guck mal, ob ich So. Was machen wir? Oh, ich kann das gerade nicht mehr machen. Das Edgefield Street House. Und Teamgröße 2, ein zweistöckiges 6-Schlafzimmerhaus mit einem Keller. Ein anderes Team ging vor kurzem in das Gebäude und scheiterte, sich in den Job zu beenden. Empfohlener Gegenstand, Thermometer habe ich nicht. Thermometer habe ich auch nicht. Thermometer habe ich immer noch nicht.
So, ich guck mal, ob andere Leute dazukommen. Für 5 kriege ich ja auch nichts. Ich guck mal, ich nehme mir einfach, ich join einfach im Server. Spielen wir einfach mal mit denen. Ist Voice Chat toggeln. Nee, ich muss nichts hinzufügen. Wow. Glaube nicht, dass da jetzt noch viel mehr passiert. Jetzt bin ich mal gespannt in der Vierergruppe, ob das da besser geht. Warum haben die so schicke Schultertaschenlampen? Habe ich das Spiel von Anstrengung? Ich darf so lange nicht gezeigt wird, wer das ist. Klar, klar darf ich das. Jetzt noch die Aufgaben kann. Welche Art Geist verhindern Sie in der Hast daran, Sie heimzusuchen mit einem Kruzifix? Stimme, solange kein Voice Chat da ist. Deswegen mache ich den aus. Einigen sind Bereich in der Nähe des Geistes mit Räucherstäbchen und dreckiges Wasser fotografieren. War es gerade der LMF-Reader, der ausgeschlagen ist? Ich glaube nicht. Hallo. Hallo Geist. Bist du da? Schickes Badezimmer. Recht sauberes Wasser. Oh, geil, Nivea Duschgel. Dann sind, glaube ich, nach oben gegangen. Gerade Ausschläge vom EMF wieder. Nee, wahrscheinlich nicht. Was ist optisch? Der EMF wieder oder was?
Macht, wird keinen Sinn machen. Seit wann sind elektromagnetische Felder optisch? Also wirklich, würde das wird keinen Sinn machen. Das meinst du, das meinst mit optisch. Ja, ich weiß, dass die dann rot aufblinken, wenn was ist. Ist die an? Ja, ist an. Mir die Sachen schon durchgelesen, bevor ich im Training wirklich angefangen habe zu streamen. Deswegen keine Sorge. Und ich habe genug Supernatural geguckt. Wenn ich ehrlich bin. Monsieur Geist. Sind Sie zu Hause? Ich habe mir die Informationen zum Geist nicht durchgelesen. Das ist mein Problem. Ach so, da kommt einfach ein Licht von draußen, ja. Hä? Warum sind denn hier zwei Lichter? So, Taschner. Ah, das macht tatsächlich Sinn. Also müsste ich ja jetzt gerade auch einen auf der Schulter haben. Wasser hier ist immer noch nicht schmutzig. Die kleine habe ich immer. Nee, ich konnte eben die Taschenlampe nicht anmachen, wenn ich ihn nicht mitgenommen hatte. Hinten in dem Raum waren wir noch, glaube ich, noch gar nicht. Abgeschlossen. Der Kürbis, der spukt. Der Kürbis, es ist der Kürbis. Spooky. Kannst. Einfach aus. Der EMF. Der EMF. Die sind Geister! Aber es ist kein EMF Level 5, es ist nur ein Level 2. Das heißt für mich aber, der ist oben. So schwach wie das Signal unten war. Weil es war ja schon stärker. Oh, schicker Hut. Also ich hatte Ausschlag auf dem EMF, aber halt kein Level 5 Ausschlag. Licht und bleibt ein Rätsel. Ja, ich weiß, dass die Geister sich bewegen können.
Das habe ich vorhin schon gemerkt auf der letzten Mission. Ich habe gerade im ersten Moment, dass wir einen Raketensprengköpfe. Nein, das ist nur. Wahrscheinlich ein Insektenspray oder so. Also, EMF hat die nur ganz unten. Silikontuben. Kann auch sein, dass das so ein Silikon. So ein Silikonfugenzeug ist. Wobei, wofür bräuchten die das hier? Die haben keine Fliesen. Ich war dabei nicht alleine. Nein, die anderen standen um mich rum. Wo ist eigentlich der Vierte im Bunde? Wir waren doch zu viert. Den hat der Geist schon gekriegt. Ich gehe nochmal eben unten zum Truck. Einfach nur, um mir die Informationen nochmal durchzulesen. Oder überhaupt mal durchzulesen. Der Ausschlag war eben hier. Also eigentlich an der Tür. Ich wollte jetzt nur mal gucken, was passiert, wenn ich alleine bin dafür. Mach mal eine Taschenlampe aus und... Geist! Bist du hier? Geist! Bist du hier? Scheinbar nicht. Da oben ist aber Licht an, glaube ich, deswegen bringt das nichts. Okay. Scheint sowohl auf Gruppen als auch auf jemanden, der alleine ist, zu antworten. Um ihn zu verärgern, übernatürliche Ereignisse zu bekommen. Ist oft das Journal zu raten. Oh, einer ist gegangen, tatsächlich. Oh, was ist das? Oha! Leichter Ausschlag gab's da gerade eben, ja. Aber wo sind jetzt die Sachen, die der Typ, der gegangen ist, dabei hatte? Das ist ein bisschen doof. Barbara! Barbara, zeig dich! Ja, der hat wahrscheinlich, der ist wahrscheinlich einfach gegangen, der hat keinen Bock. Es gibt ja so Leute, die einfach quitten. Jetzt ist wieder weg. Barbara, wo bist du? Na. Oh fuck, ich bin tot. Ich bin. Leute, ich bin ein Geist. Buh. Weg ist. Kann ich meinen Körper wieder haben, bitte? Und jetzt ab ohne mich? Oh ja, ich kann mein Buch ausfüllen. Nur was bringt, nur was, was haben wir rausgefunden? Keine Ahnung, weil ich nicht weiß, was die anderen so gemacht haben. Oh, schön.
Die haben mal ein Foto von ihm. Von ihr. Das ist schön. Dann hat mein Opfer immerhin was gebracht. Immerhin das. Waren das Gefriertemperatur? Keine Ahnung. Hat der das ins Geisterbuch geschrieben? Keine Ahnung, wo das Geisterbuch ist. Das bringt relativ viel Geld. Ja, kann sein. Bringt meinem nichts mehr, weil er tot ist. Geisterbox EMF Ebene 5. Ja, komm. EMF war da. Sagt mir das Design davon was, weil die läuft auf läuft gerade, während eben der auf allen Vieren krabbelt. Hey. Wow, da wird gerade ein Foto von nichts gemacht, mal wieder. Kann ich fliegen eigentlich? Nein. Wofür bin ich denn dann ein Geist, wenn ich nicht fliegen kann? Da liegt mein EMF. Da liegen generell meine Sachen. Da ist das Geisterbuch. Das ist auch ausgefüllt. Und der EMF ist auf Ebene 5. Wo sind die? War die Tür hier vorhin schon offen? Geist. Ist, glaube ich, im Nebenraum gewesen. Ja, zwei Beweise. Die nur durch mich entstanden sind, weil ich hier gestorben, weil ich da vom Geist angegriffen wurde. Sehen die eigentlich meine Leiche? EMF und Geisterbuch. Was kannst du damit noch sein? Unishade, Revenant. Nur die drei noch. Ein Uni sieht meiner Meinung nach anders aus. Ein Uni hat Hörner. Ich habe gerade den Truck fahren hören. Ich rate jetzt einfach. Sind die einfach gefahren? Null Erfahrungspunkte erhalten. Kruzifix könnte ich mir kaufen. Wofür? Ja, dass sie meinen Geist nicht sehen, habe ich mir schon fast gedacht. Geh mal in eine andere Lobby. Okay. Mache ich halt mal auf Level 1 mit. Der Level Ever will ich mit dem Level 1er spielen aus. Ist doch mies. Füge meine Taschenlampe hinzu. Die sind generell keine Sachen gespawnt, kann das sein? Wieder den EMF. Das ist halt, weil das gerade eben so gut funktioniert. Okay, ich habe den EMF nicht mehr bekommen. Kruzifix. Ist das Seife? Oh, ich habe den EMF wohl bekommen. Das kommt mir doch bekannt vor. Ja, ich hätte meine Taschenlampe hinzufügen sollen, aber normalerweise dadurch habe ich nicht angedacht. Das sind Räucherstäbchen, glaubst du? Ich habe mir jetzt gar nicht die Infos zum Geist durchgelesen. Ich bin ein Idiot. Ich gehe nochmal zurück. Das ist Salz. Das sind Antimitgliedszeiger des Geister-Events werden, okay. Ein Foto vom Geist, hören Sie den Geist herzurufen mit einem Kruzifix, mache ich.
Einige weitere Untersuchungen durchgeführt. Sieht so aus, als wäre der Name des Geistes. Ich will ja nicht, dass der sofort aggro wird. Ich muss auf den Namen auf als Gruppen als alleine zu antworten. Okay. Außerdem im Namen steht ja nichts Wichtiges eigentlich. Ich gehe mit dem Kruzifix voran. Achso, doch, die auf der Schulter habe ich immer. Du hast recht gehabt. So, das hier bringt halt mehr als nichts. Deswegen. Der Schlüssel wurde mitgenommen. Es ist halt wirklich echt dunkel dann. Oh. Ah, hier ist der Sicherungskasten, das ist gut zu wissen. Immer noch vom Schatten bin ich immer noch sehr überzeugt. Oh ja, ich muss wirklich direkt an die Sachen rangehen, damit ich überhaupt was sehe. Hier reagiert auch nicht auf mich. Karen! Nice. Ich weiß, dass der nicht an der gleichen Stelle ist, nur weil die Map gleich ist. Habe ich den Eindruck gemacht, dass ich davon ausgehe. Ach Gott, ich brauche ja gar kein Wasser diesmal. Die Säcke machen überall Licht an, ne? Karen, zeig dich! Karen, 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 Karen. Ich glaube, ich bin gleich wieder als erstes tot, weil ich den Geist jetzt schon so abfacke. Weiß gerade. Nee. Ich weiß jetzt, wie der EMF wieder klingt. Hat jemand das Auto entdeckt? Thomas Wilson, das steht aber auch mal gleich. Das sieht für mich so aus, als hätte er unter der gefalteten Hose geschlafen. Karen, bist du in der Nähe? Ein Zeichen! Ich habe gerade irgendwas gehört. Ich hätte eine GoPro. Euch doch. Ich habe es bisher nur gehört.
gibt's denn mit dem Ding? Aber Geisterbox ist schon mal gut zu wissen. Geisterbox da. Was ist denn mit der Geisterbox? Also, von EMF gehe ich mal davon aus, dass es nicht ist. Wenn der Verstand auf 0% ist, geht der, jagt der Geist dich, bis du das Haus verlässt oder du tot bist. Ah, okay. Das ist gut zu wissen. Haben wir die Kamera schon irgendwo aufgestellt? Ach geil, ich kann dem zusehen. Machen Sie ein Foto vom Geist. Warum ist das schon gestrichen? Ich und Snow White haben noch am meisten. Ich lasse den EMF wieder mal hier, weil der scheinbar nichts bringt. Und nehme mir dieses Gerät mal mit. Was auch immer das genau ist. Fünf Komma null, elf, drei, 1,5. Ich dachte gerade kurz was gesehen zu haben. EMF. Jetzt geht doch der EMF wieder los, oder was? Ich gehe mir meinen EMF wiederholen, weil das Ding hier, keine Ahnung. Kenne ich nicht, weiß ich, wie funktioniert. Ich hätte jetzt einfach meinen EMF wieder mitgenommen. Das hier sind irgendwelche Pillen. Das ist das Thermometer. Grad, wow. Das ist gerade echt schnell gefallen. Jetzt wird sie wieder wärmer. Aber es ist nicht unterm Gefrierpunkt. Das ist die Räucherkerze, okay. Okay, Temperatur ist aber nicht unterm Gefrierpunkt. Ist da gerade das Radio angemacht? Ja, das kann schon sein, dass manche Sachen halt natürlich kalt sind, aber... Hat die Power of Jesus. Oh, Geisterbuch. Aaron, where thou at? Be repelled by Christ!
You're nothing against the power of Jesus! Jesus says, stay away! Ja, da war gerade einiges los. Welche Geister können es noch sein? Spirit, Dämon, Oni. Mehr nicht. Der EMF hat aber zwischenzeitlich ausgeschlagen. Oh, wir haben sogar ein Foto. Es könnte der Dämon sein. Es ist halt auch hohe, wirklich hohe Aktivität. Ja, wir haben kein Ouija-Brett. Ansonsten könnte es nur noch der Spirit sein. Oh, dafür brauche ich einen Fingerabdruck, wovon ich nichts gesehen habe, aber ich habe den EMF ausschlagen gehört. Ich würde sagen, es ist ein Dämon. Ja, Oni, Entschuldigung, ich meine Oni. Ich habe gesagt, es ist ein Oni. Ich gehe mit dem da rein. Ich lasse den da nicht sterben. Nicht der Power of Christ. Oh, Sicherung ist raus. Ah, das war einfacher als ich dachte. Wie ist da? Ich wünschte, das wäre in, wie in dem. Wie heißt das Spiel? Den Namen vergessen. Oh, das kann man gar nicht anmachen. Oh fuck. Ich bin weg. Hier. Wrath of Malachi. Nosferatu ist das Spiel. Wo man mit dem Kruzifix tatsächlich heilige Strahlen abschießen kann auf die Vampirgegner. Team Sanity, ich bin tatsächlich unter 50%. Wenn ich jetzt aber mal ins Journal gehe und sage, halt, das war nicht so. Das war...
von Gefriertemperaturen. Nein, das war ja nicht. Das war das eben etwas ausgeschlagen. Das war der Uni, sein Uni. Obwohl der Geist ein bisschen so klingt wie. Das ertrunkene Mädel aus Ju-On. Was haben wir hier eigentlich jetzt so am Boden liegen? Salz. Die Aktivitäten sind runtergegangen. Kennst du nicht? Du kennst Drew on the Grudge nicht. Das ist ein uralter japanischer Horrorfilm, der, glaube ich, schon zweimal Remakes aus Amerika bekommen hat. Es ist interessant, dass die Sicherung wieder drin ist. Der mich auch eben eigentlich rausgeboxt wurde. Ich konnte immer noch nichts abwehren mit meinem Kruzifix. Dunkle Räucherstäbchen. Wait, what? So auf dem Boden zum Eingang, das da. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, das ist das Feuerzeug. Ja, es ist das Feuerzeug. Das hier ist das Räucherstäbchen. Das ist Salz. Und da hat irgendjemand ein Bild noch hingestellt. Kann sein, dass die Räucherstäbchen ein Hinweis sind für den Spirit, meinst du? Nein. Glaube ich nicht. Dafür war das Ding da hinten zu aggressiv. Ich habe vergessen, wie der Geist hieß, sonst hätte ich ihn mal rufen können. Die Räucherstäbchen reagieren unterschiedlich. Ach, wir sind immer noch mit Karen unterwegs. Okay. Stimmt, ja. Karen. Karen, zeige dich. Beuge dich nieder vor meiner Macht. Karen, wo bist du? Zeige dich! Karen, zeige dich! Karen, zeige dich! Karen, zeige dich! Links ist die Tür aufgegangen. Karen? Karen! Ihr Säcke. Karen, du Sau. Zeige sie sich.
Karen, where you at though? Zeig dich uns! Die hinter mir einfach die Tür zu machen. Alles klar, die wollen mich opfern. Hast sie gesehen? Warte. Tür ist abgeschlossen. Help. Ah. Huh. I'm alive. Nächstes Mal werfe ich den Kruzifix an hier. Aufge. Ah, ich hab. Das war ein Uni. Das war ein Uni. Boom. Bin gut. Alles klar. Ist lustig. Also mit der Spracherkennung ist lustig. Vor allem, wir haben die anderen alle ein Level abgekriegt. Voll gemein. Starke Taschenlampe, Audiosensor, Sanity Pillen, Thermometer, Geisterbuch. Was haben wir denn? Schüler Taschenlampe, Fuller, UV-Licht, Videokamera, Geisterbox, Geisterbuch. Thermometer könnte man gebrauchen. Wie lange ich noch spiele? Keine Ahnung. Ich habe Urlaub. Ich habe genug Zeit. Taschenlampe? Wir haben doch eine Taschenlampe. Thermometer könnte ich rausnehmen. Kaufe ich mir halt noch eine Taschenlampe. Wo ist denn eine Taschenlampe? Wieso kostet eine Taschenlampe $30? Was nicht? Okay, eine Mission machen wir noch und dann wechseln wir zu was weniger gruseligem. Ich finde das zwar nicht so schlimm, aber ich finde es eher witzig. Macht Spaß. Hatte mir mehr Story erhofft. Wenn die Affen immer bereit drücken. Sind wir nur noch zu zweit? Was soll denn dies? So. Außerdem musst du durch den Kollegen hier unten doch schon vollkommen beruhigt werden. Okay. Dann gehe ich halt auf einen anderen Server. Ach du Scheiße. Einfach rausgeschmissen. Alles klar. Dankeschön.
hier gerade echt in das Ladenspiel noch reingekommen. Warum guckst du dann so viele gruselige Sachen, wenn es dir nicht gut tut? Das klingt nicht hilfreich. Ah, sind die anderen drei einfach gequittet? Ja, komm. So. Ja, dann gehe ich da halt raus, wenn die mich nicht haben wollen. Das ist immer noch eins meiner Lieblingsfotos. Das ist schon echt gut geworden. Sonst, wenn hier nichts zu tun ist, wenn die Leute alle nichts mit mir zu tun haben wollen, weil ich noch Level 1 bin, dann wechseln wir halt gleich das Spiel. So, gucken wir doch mal. Was machen wir denn noch? Danke. Was nicht so gruselig ist. Jetzt muss ich überlegen, was nehmen wir? Was habe ich lange nicht gespielt? Ich habe schon mal Minecraft Parkour gespielt, aber ich bin echt kein Minecraft-Spieler in letzter Zeit. Nicht wirklich Lust auf Minecraft momentan, wenn ich ehrlich bin. Ich könnte Lethal League nochmal spielen, das wäre lustig. Aber spielen wir einfach ein bisschen Lethal League. Ist lustig für die Leute, die es nicht kennen. So. So, das kann ich doch hoffentlich...